Das ist jetzt eine sehr brisante Wetterlage in Deutschland, denn nach der sehr langen Trockenheit fällt jetzt richtig kräftig Regen. Und weil der Boden eben ziemlich verkrustet ist, kann dieser Regen gar nicht ins Erdreich eindringen, fließt also oft oberflächlich ab. Und da, wo es besonders kräftig schüttet, besteht eben die Gefahr von lokalen Überflutungen. Also das Wasser fließt dann durch die Straßen. Und gerade wenn da noch Gewitter mit dabei sind, kann es richtig intensiv schütten. Das sind die Regenmengen, die wir bis zum Wochenende einschließlich erwarten, vor allem am Alpenrand. Da fällt am Freitag sehr viel Regen, mehr als 80, teilweise mehr als 100 Liter auf den Quadratmeter. Aber in vielen Teilen Deutschlands sind es zwischen 15 und 80. Das ist eine sehr große Spanne. Liegt eben daran, dass es sehr, sehr große Unterschiede auf engem Raum gibt. Und das ist auch der Grund, warum auf eurer Wettercom-App für euren bestimmten Ort die Niederschlagsprognose mal ein bisschen hin und her springen kann, mal mehr, mal weniger. Wir sehen es auch hier auf den vorhergesagten Niederschlagsmengen. Es gibt auf engem Raum große Unterschiede. Da werden schnell aus 5 Litern mal 50 Liter entsprechend mit großer Überflutungsgefahr. Insgesamt wird sich dieses ganze Starkregengebiet in den nächsten Tagen von West nach Ost über Deutschland hinweg bewegen. Am Samstagnachmittag zum Sonntag ist es dann abgezogen. Für die genaue Prognose verfolgt am besten das Radar auf Wettercom. Da seid ihr immer stets im Bilde. Das können Folgen sein, zum Beispiel richtige Schlammlawinen, die durch die Straßen gehen, lokale Überflutungen, volllaufende Keller, Sturzfluten an kleineren Flüssen und Bächen, wenn eben das Wasser die Hänge runterkommt und dann durch die Täler schießt und eben auch Bodenerosion. Also der Boden wird wirklich weggespült und dementsprechend auch Schlammlawinen. Der Regen hat aber natürlich auch was Gutes, denn langsam steigen an den größeren Flüssen die Pegelstände wieder an, nicht besonders stark. Also wir werden weiter Niedrigwasser behalten, aber von diesen extremen Niedrigwasserständen kommen wir ein bisschen herunter. Und auch die Waldbrandgefahr, die am Donnerstag noch ziemlich hoch ist, die nimmt in den nächsten Tagen dann deutlich ab. Trotzdem, die Dürresituation wird dieser Regen nicht nachhaltig entschärfen. Gerade in tieferen Bodenschichten bleibt es nach wie vor sehr, sehr trocken.